Mal der Angst, blasse und ausgemergelte Gestalten, von Dinkel und Grünkernauflauf gezeichnet, schleppen sich mit letzter Kraft durch die blitzsauberen Straßen der Spießermetropole. Nur vereinzelt regt sich Widerstand. Wie hier zum Beispiel ein illegaler Hotdog-Stand. Ach du Scheiße. Der Verkäufer hat zwar seinen Vegetarier-Nachweis dabei, aber der wird ihn nicht retten. Mir wurden mit versteckter Kamera gemachte Aufnahmen aus der grünen Staatskanzlei zugespielt. Fleischessern droht Zwangsernährung. Ein Salat. Und bei notorischen Wiederholungstätern Waterboarding mit Sauerkrautsaft. Die armen Schweine kommen eine Woche nicht vom Klo runter. Angefangen hat es auch hier in Stuttgart mit nur einem Veggie Day. Inzwischen sind es 365. Und dienstags ist rote Beete Pflicht für alle. Zum Beispiel hier, in der Mercedes-Benz-Kantine in Untertürkheim. Und zum Nachtisch gibt es für jeden einen Löffel Kompost. Das, Oliver, ist Stuttgart im Herbst 2013. Das Einzige, was hier nach zwei Jahren grüner Schreckensherrschaft noch blüht, ist der Schwarzmarkt. Ich werde jetzt versuchen, mit diesen erst gestern abgelaufenen Koteletts Leben zu retten. Oh, Scheiße, die Bullen! Dennis Knossaller!